Nahezu täglich berichten Medien über die Vorteile von Immobilien als Kapitalanlage und dass man gerade in Krisenzeiten investieren sollte. Wie kommt das? Nun, es gibt viele gute Gründe für Immobilien, wie zum Beispiel Vermögensaufbau, Vermögenssicherung, Steuerersparnisse oder eine Zusatzrente im Alter. Nur, wie sparen die meisten Leute momentan wirklich? Ein Großteil der Sparer bringt sein Geld entweder zur Bank oder zu einer Versicherung. Das heißt, sie investieren in Geldwerte. Doch der Wert des Geldes verändert sich. Was können wir dazu aus der Vergangenheit lernen? Schauen wir uns die Geschichte des Geldes an. Immer wieder gab es heftige Einbrüche. Und in den letzten 100 Jahren hat allein Deutschland 3 Währungsreformen erlebt. Durch die Reformen mussten Anleger einen Großteil ihrer Ersparnisse einbüßen oder haben sie gleich ganz verloren. Voltaire, ein einflussreicher Autor der europäischen Aufklärung, sagte einmal treffend: Papiergeld kehrt früher oder später zu seinem inneren Wert zurück. Null. Aber sehen wir uns doch einfach mal ein Beispiel für den klassischen Vermögensaufbau mit Geldwerten an. Peter spart bei seiner Bank monatlich 100 Euro und rudert so in Richtung Rente. Hierbei hat Peter mächtig Gegenwind, die Inflation. Dadurch verliert sein Geld schon auf dem Weg zum Hafen stark an Wert. Völlig erschöpft angekommen, wird Peter von einem netten Herrn vom Finanzamt empfangen. Jetzt muss er sein Geld, das über die Jahre ohnehin schon stark an Kaufkraft verloren hat, auch noch versteuern. Peter muss feststellen, dass er mit seinem übrigen Geld seinen Lebensstandard vielleicht nicht mehr halten kann. Doch wie sieht die Alternative aus? Peter spart jetzt monatlich 100 Euro in seine eigene Systemimmobilie und rudert in Richtung Rente. Beim Sparen in eine Immobilie hat Peter jetzt einige Helfer. Der nette Herr vom Finanzamt erwartet ihn jetzt nicht mehr am Hafen, sondern sitzt im Boot und rudert mit. Durch den Kauf einer Systemimmobilie legt sich jetzt auch ein Mieter fleißig in die Riemen. Zu guter Letzt bleibt Peter auch noch die Inflation. Die bläst ihm jetzt jedoch nicht mehr ins Gesicht, sondern verleiht ihm sogar noch Rückenwind. Im Hafen angekommen, hat Peter durch das Sparen in eine Systemimmobilie einen echten Wert geschaffen und kann sich auf die Zukunft freuen. Doch wie kommt Peter zu einer Systemimmobilie? Mit unserem langjährig bewährten Finanzierungssystem investiert Peter in seine neue Wohnung. Und egal was passiert, das Team von Systemimmo hat für jeden Fall ein Sicherheitspaket für ihn entwickelt, sozusagen eine Vollkaskoversicherung. Dieses Paket beinhaltet die Neuvermietung bei Mieterwechsel, die Absicherung der Mieten, die Durchführung von Renovierungen und kleineren Reparaturen, Verwaltung und Management und die langfristige Betreuung von Peters neuem Eigentum. Sind Sie neugierig geworden? Wenn Sie erfahren möchten, wie sich das Konzept der Systemimmobilie für Sie rechnet, dann können Sie jetzt in nur einer Minute eine absolut kostenlose und unverbindliche Anfrage stellen. Einfach, schnell, unverbindlich.